Jesus, ich danke dir, dass wir heute zusammenkommen dürfen. Danke dir für diesen Freitagabend. Und wir wollen ihn einfach in deine Hand legen. Wir bitten dich dafür, dass du kommst, Heiliger Geist, dass du uns erfüllst, dass du einfach das Wort segnest, wie du den Lobpreis auch gesegnet hast, Herr. Wir danken dir, dass du mitten unter uns bist. Bitte dich, dass dein Wort kommt, auch mit Kraft, Herr, und öffne unsere Herzen, um dein Wort aufzunehmen, um dein Wort zu empfangen. Wir übergeben dir einfach diesen Abend. Ich bitte dich dafür, dass du uns einfach dorthin führst, wo du möchtest. Ich möchte euch heute etwas mitgeben. Ich habe gerade vor kurzem eine Predigt gehört von Joshua Caballero. Die hat er in Waco gepredigt und Engelbert und Gretel waren dort auch auf der Konferenz. Engelbert hat auch eine Predigt gehalten. Und er hat drei Predigten gehalten. Ich habe erst die erste angehört und sie hat mich berührt. Es ging um die Natur des Lammes. Und es war so, dass er hat gepredigt und seine Frau hat übersetzt. Und ich glaube, ihr kennt ihn, er war auch schon hier in der Gemeinde. Er ist der Sohn von unserem Apostel Moses. Und sie hatten dort eine sehr schwere Zeit durchgemacht, weil sie ihr erstes Kind verloren haben. Und er hat dort Zeugnis gegeben und seine Frau hat übersetzt. Und sie hat während dem Übersetzen geweint. Weil man hat gemerkt, sie sind immer noch, es ist ihnen sehr nahe gegangen und hat dort über diese Natur des Lammes einfach gesprochen. Und ich möchte euch einige Gedanken mitgeben und Gott hat mir selbst auch einige Gedanken gegeben und möchte einfach auf zwei Eigenschaften von dieser Lammesnatur eingehen. Es gäbe noch fünf andere, aber ich habe die anderen Predigten noch nicht gehört. Also vielleicht kann ich euch bei anderer Gelegenheit dann einmal weiter darüber berichten. Zunächst einmal begegnet uns das Lamm Gottes in der Offenbarung. Wir kennen alle diese Bibelstelle, dass Johannes hat diese Offenbarung bekommen von Jesus und dann ist diese Bibelstelle in Offenbarung 5, wo es heißt, dass niemand würdig ist, das Buch zu öffnen und dann heißt es, Johannes hat geweint und jemand hat dann zu ihm gesagt, weine nicht, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda und er ist würdig, dieses Buch zu öffnen. Und wenn wir so einen Löwen ansehen, dann gehen wir davon aus, dann ist das ja ein starkes Tier, oder? Also man könnte sagen, der Löwe ist so der König unter den Tieren. Und wenn man irgendwie ein Bild für Autorität, für Macht hat im Tierreich, dann denkt man gleich einmal an einen Löwen. Und wir wissen, dass der Löwe aus dem Stamm Juda ist, Jesus. Also wir sehen hier diese Macht Gottes ja, einfach im Löwen von Juda. Aber wenn wir dann weiterschauen, heißt es, dass Johannes dann diesen Löwen gesehen hat. Und ich lese euch hier vor, also in Offenbarung 5, 6. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Also wir sehen hier, dass dieser Löwe ist eigentlich dieses Lamm, und dieses Lamm wie geschlachtet. Also ein geschlachtetes Lamm. Und das ist jetzt eigentlich ein Bild von jemandem oder von einem Tier, das im Gegenteil zum Löwen ein völlig hilfloses Tier ist. Also wenn man sich überlegt, welches Tier ist dann am hilflosesten, dann würde man an ein kleines Lamm denken, und das Lamm wurde auch noch geschlachtet. Also Jesus zeigte seine Stärke darin, er ist der Löwe und das Lamm zugleich, indem er sein Leben hingegeben hat, indem er sein Leben auf den Altar gelegt hat, ans Kreuz gegangen ist für uns. Und das ist auch ein Bild für die Überwinderbotschaft. Also, dass wir überwinden können und wirklich in Gottes Willen sein können, wenn wir diese Lammesnatur annehmen. Wenn wir einfach diese Natur des Lammes annehmen. Und in Waco ist es so, dass sie auch das Lamm als Bild haben. Also teilweise auf den CDs und so weiter haben sie dann dieses Lamm abgebildet und einfach ein Bild dafür, dass sie sich identifizieren können einfach mit dieser Eigenschaft auch von Jesus. Er ist das Lamm Gottes, er ist zugleich der Löwe, also er hat alle Macht im Universum, aber er war bereit, eben dieses schwache Lamm zu werden und sein Leben für uns hinzulegen. Und in der Bibel kommt öfter ein Lamm vor, also es gibt sieben zentrale Stellen, wo ein Lamm vorkommt und die erste möchte ich euch gleich mal vorlesen, ich möchte nur auf zwei, drei Stellen eingehen. Die erste begegnet uns gleich im ersten Buch Mose Kapitel 4, dort geht es um das erste Brüderpaar. Ich lese mal vor,
Vers 1. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie war schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder, und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes, und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Also wir alle kennen diese Stelle. Das ist das erste Brüderpaar, das hier erwähnt wird in der Bibel. Und wir sehen, dass beide sich bemüht haben, Gott ein Opfer darzubringen. Und Kain war ein Ackermann und er hat sich sehr viel Mühe gemacht, oder er hat sehr viel Arbeit gehabt, dieses Opfer vorzubereiten. Und ich sage jetzt mal, wenn man im Garten arbeitet oder selber irgendwelche, ich sage jetzt mal, Früchte hat, dann weiß man, wie viel Arbeit damit verbunden ist. Man muss den Boden bebauen, man muss Steine vielleicht aus dem Boden herausholen. Bis man mal die Voraussetzung geschaffen hat, dass etwas wachsen kann, ist es schon sehr viel Arbeit. Und dann muss man sich um die, ich sage jetzt mal, diese Samen einsäen, man muss die Pflanzen gießen und so weiter, man muss sie pflegen, bis dann irgendwann einmal Frucht zustande kommt. Und die Frucht ist dann auch ein Zeichen dafür, dass man es gut gemacht hat, dass man die Arbeit erfolgreich gemacht hat. Also ein Zeichen des Erfolgs ist diese Frucht, die man dann hat. Und der Kain hat diese Frucht Gott dargebracht. Und ich denke mir, er hat sich sehr viel Mühe gemacht, er hat wunderbare Früchte dargebracht. Und es heißt aber, dass dieses Opfer von Gott nicht angenommen worden ist. Und wir haben schon öfter auch Predigten über dieses Thema gehört. Und es hat was zu tun, ich denke mir, diese Früchte, die Kain dargebracht hat, sind ein Zeichen für unsere eigene Kraft, für unsere eigenen Werke. Und der natürliche Mensch möchte ein Opfer darbringen seiner eigenen Werke. Also er möchte Gott zeigen, was er kann, was er, ich sage jetzt mal, zu Wege bringt, was er auf die Reihe bekommt. Und er verbindet damit auch eine Identität mit diesen eigenen Werken. Er ist stolz auf diese eigenen Werke. Und das sehen wir in jeder Religion, dass die Menschen versuchen, durch eigene Werke, durch eigene Kraft, ich sage jetzt mal, zum Vater zu kommen, in den Himmel zu kommen. Wenn du in den Islam schaust oder wenn du in den Buddhismus schaust oder wo auch immer, in den Hinduismus, ist es so, dass die Menschen versuchen, immer besser zu werden. Also die wenigsten Religionen sagen, du musst irgendwie schlechte Taten machen, du musst Schlechtes tun, sondern alle sagen, du musst eigentlich das Schlechte ablegen, du musst Gutes machen und dadurch kannst du in irgendeiner Form dir den Himmel verdienen. Also du kannst deine Treppe in den Himmel selber bauen und du kannst selber zu Gott kommen in deiner eigenen Kraft, mit deinen eigenen guten Werken. Und ich denke mir, das hat auch Kain gemacht. Also er hat seine eigene Frucht, das, was er selbst aus dem Ackerboden herausgezogen hat, wollte er Gott darbringen. Ein Opfer seiner eigenen Kraft, seiner eigenen Begabung, seiner eigenen Talente, seines eigenen Fleißes und so weiter. Und ich denke mir, wir als Christen können auch dort hineinfallen, dass wir in irgendeiner Form religiös sind und versuchen, selbst besser zu werden, versuchen, selbst Gott zu gefallen mit eigenen Werken, mit eigener Kraft. Und wenn wir die Pharisäer anschauen, dann haben die genau das gemacht, oder? Also das waren Leute, die waren vom ganzen Volk angesehen, die haben den Zehnten gegeben und die haben gebetet, die haben die Bibel gekannt und so weiter. Und sie haben eigentlich alles gemacht, dass das Volk gesagt hat, ja, das sind die heiligen Menschen, das sind diejenigen, denen wir nachfolgen sollen. Aber schlussendlich, als der Messias gekommen ist, auf den sie eigentlich gewartet haben, haben sie ihn nicht erkannt. Also sie waren so stark in ihrer eigenen Kraft, in ihrer Selbstgerechtigkeit, dass sie einfach Gott nicht erkennen konnten in seinen Werken. Und es gibt hier auch eine interessante Bibelstelle vom reichen Jüngling. Ich lese euch das mal vor. In Markus Evangelium Kapitel 10. Das heißt hier Markus 10, 17. Und als sich Jesus auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? In einer Parallelstelle steht drinnen: Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu ererben? Also wir sehen, auch dieser Mann hatte eigentlich diese Haltung, dass er
irgendwo gut sein muss, dass er aus eigener Kraft gute Werke machen muss, um den Himmel sich zu verdienen, um in das Reich Gottes hineinzukommen. Und Jesus sagt dann zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Also das ist schon bemerkenswert, dass Jesus, der heilig war, der keine Sünde gemacht hat, was nennst du mich gut? Keiner ist gut als der Vater im Himmel. Und wir sehen auch bei dieser Frage, die dieser Jüngling gestellt hat, er hat Jesus als guten Meister angesprochen und ich denke mir, er hat sich selbst auch als gut gesehen. Ich denke mir, er war relativ zufrieden mit sich selbst, dieser Jüngling. Er war ganz stolz auf die Werke, die er bereits gemacht hat. Das sehen wir dann, wenn wir weiterlesen. Jesus hat dann zu ihm gesagt, du kennst die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, ehre Vater und Mutter. Also Jesus hat ihm hier einfach diese 10 Gebote, einen Auszug dieser 10 Gebote präsentiert und hat gesagt, wenn du das machst, dann bist du gerecht. Und dieser Jüngling sagte dann, er aber sprach zu ihm, Meister, all das habe ich gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Also wir sehen hier, dass Jesus zu ihm gesagt hat, ist gut, dass du diese Gebote einhältst, aber es geht eigentlich nicht darum, es geht darum, dass du bereit bist, mir nachzufolgen. Es geht darum, dass du bereit bist, deine eigene Gerechtigkeit abzulegen und einfach nicht auf deine Gerechtigkeit zu vertrauen, sondern mir nachzufolgen und eben diesen Reichtum abzugeben. Also ich glaube nicht, dass Jesus von uns erwartet, dass wir all unseren Besitz verkaufen, dass wir einfach, ich sage jetzt mal so leben, wenn wir was haben, dass wir das sofort den Armen geben. Aber ich denke mir, der Herr möchte hier sagen, dass wir können uns nicht durch das Halten der Gebote rechtfertigen vor ihm, sondern wir müssen bereit sein, einfach ihm zu vertrauen, ihm nachzufolgen, ihm also unsere Gerechtigkeit in ihm zu sehen. Und wir wissen dann diese Geschichte, also dieser reiche Jüngling wurde dann betrübt, er ist davongegangen, er war nicht bereit, auf seinen Reichtum, auf seine eigene Kraft zu verzichten. Ich denke mir, er hat dem Geld vertraut, er hat auf seine eigene Kraft vertraut, auch ein Zeichen dafür, dass er eben nicht bereit war, wirklich sein Leben Jesus hinzugeben. Und es gibt auch noch eine interessante Stelle im Jesaja, auch das können wir auch so interpretieren, dass wir bereit sind, bestimmte Dinge in unserem Leben abzulegen. Wenn wir zu Jesus kommen, dann erkennen wir bestimmte Mängel in uns, wir erkennen bestimmte Probleme in uns und die bringen wir gern dem Herrn dar und sagen, Herr, bitte änder das, bitte mach mich frei von dem, mach mich frei von dieser Sucht, mach mich frei von dieser Krankheit, mach mich frei von dieser schlechten Gewohnheit. Aber eigentlich sind wir doch noch stolz auf unsere guten Eigenschaften oder auf die Eigenschaften, auf die wir vielleicht unser Leben aufgebaut haben, wo wir denken, dort sind wir stark, dort sind wir gut. Also wir sind bereit, unsere Schwachstellen Gott hinzugeben und zu opfern, aber wir sind nicht bereit, unsere Stärken aufzugeben und sie Gott hinzulegen. Wir erkennen eigentlich nicht, dass auch das sündig ist, dass auch das Befreiung braucht, dass auch das Erneuerung braucht. Und ich lese euch hier vor im Jesaja 44, 13. Der Zimmermann spannt die Schnur und zeichnet mit dem Stift. Er behaut das Holz und zirkelt es ab und macht es wie eines Mannes Gestalt. Wie einen schönen Menschen in einem Hause soll es thronen. Er haut Zedern ab und nimmt Kiefern und Eichen und wählt unter den Bäumen des Waldes. Er hatte Fichten gepflanzt und der Regen ließ sie wachsen. Das gibt den Leuten Brennholz. Davon nimmt er und wärmt sich, auch zündet er es an und bäckt Brot, aber daraus macht er auch einen Gott und betet es an. Er macht einen Götzen daraus und kniet davor nieder. Die eine Hälfte verbrennt er im Feuer, auf ihr brät er Fleisch und isst den Braten und sättigt sich, wärmt sich auch und spricht, ach, ich bin warm geworden, ich spüre das Feuer. Aber die andere Hälfte macht er zum Gott, dass es sein Götze sei, vor dem er kniet und niederfällt und betet und spricht, errette mich, denn du bist mein Gott. Also ich denke mir, das ist ein Bild dafür. Ich denke mir, die Bibelstelle hat auch Engelbert schon mal in diesem Zusammenhang gebracht, dass es darum geht, dass wir bereit sind, uns, also dieses Holz könnte unser altes Leben darstellen. Und wir schnitzen aus diesem Holz, also wir sind bereit, diese Schwachstellen, diese Dinge, die uns nicht gefallen, Gott hinzugeben, ihm zu opfern. Und auf der anderen Seite machen wir uns aus
aus dem anderen machen wir uns einen Götzen unserer eigenen Kraft, unserer eigenen Stärke, unserer eigenen Identität, eigentlich unabhängig von dem, was Gott in unserem Leben machen möchte, und beten das an. Und der Herr möchte uns eben auch von dem befreien. Also er sagt, ich möchte dich nicht nur freisetzen von deinen schlechten Werken, sondern ich möchte dich auch freisetzen von deinen guten Werken, die du in Unabhängigkeit machst von mir und die trotzdem tote Werke sind. Obwohl sie vielleicht gut ausschauen in deinen Augen, auch in den Augen der Welt, vielleicht auch in den Augen der Christen, aber dennoch sind es tote Werke, weil sie unabhängig von mir gemacht werden. Also, dass wir bereit sind, ich sage jetzt mal, unser ganzes altes Leben, unser gesamtes altes Holz Gott hinzugeben und bereit sind, ihm zu vertrauen, dass er das macht. Und es gibt auch eine Bibelstelle, dass die Menschen möchten, ich sage jetzt mal, wenn sie Kleider haben, sie versuchen, neues Tuch auf die Risse zu geben, auf die Flecken zu geben. Und der Herr sagt, ich kann dieses Tuch, du musst es völlig ablegen, ich muss dich völlig neu kleiden, weil deine eigene Gerechtigkeit ist von mir nicht annehmbar. Also ich kann dich so nicht annehmen. Obwohl du glaubst vielleicht, du bist gut teilweise, du bist nicht gut. Du brauchst eine vollständige Erneuerung vom Herrn. Und wenn wir Kain anschauen, denke ich mir, er hat sich sehr bemüht in seinem Opfer. Er war bereit zu arbeiten, er war bereit, sich einfach das Beste zu geben für den Herrn. Aber der Herr sagt, du kannst mir mit deiner eigenen Kraft nicht gefallen, du kannst dieses Level nicht erreichen, was ich habe. Und Abel hat ganz anders reagiert. Er hat das Erstling, also er hat nicht diese Früchte des Feldes dargebracht, sondern er hat die Erstlinge seiner Herde dargebracht. Und ich denke mir, das war schon eine Vorahnung für das Lamm Gottes, also für Jesus Christus, diese Erstlinge seiner Herde. Und dass die Arbeit, die er als Hirte hatte für seine Herde, war eine andere. Es war auch eine schwere Arbeit, genauso wie keiner auch eine schwere Arbeit hatte. Aber er war bereit, eben dieses Lamm, dieses Lamm aufzugeben, dieses Lamm Gott hinzulegen. Und ich denke mir, ist auch ein Bild dafür, dass er bereit war, sein eigenes Leben hinzulegen, sein eigenes Leben vor Gott auszubreiten. Und hier sehen wir die Natur des Lammes. Also die Natur des Menschen sehen wir bei Kain. Er brachte dar ein Opfer seiner eigenen Werke, seiner eigenen Kraft. Und Abel brachte dar das Opfer seines eigenen Lebens. Also die Natur des Lammes ist bereit, sein eigenes Leben hinzugeben, ist bereit, sein eigenes Leben im Gehorsam Gott hinzulegen. Und Gott hat dann dieses Opfer von Abel angenommen, oder? Er hat gesehen, dass er sein Herz hingegeben hat. Er hat gesehen, dass er nicht selbstgerecht war und auf seine eigene Stärke, auf seine eigene Kraft gebaut hat, sondern er hat einfach gewusst, er ist ein Sünder, er kann das Level Gottes nicht erreichen, er muss ein Lamm darbringen. Also ich denke mir, er hat dort schon diese Vorahnung von Jesus gehabt und wusste, er muss Gott dieses Opferlamm darbringen, prophetisch. Er muss Jesus Christus in seinem Herzen annehmen und von ihm errettet werden. Und Jesus oder Gott nimmt nur Jesus an in unserem Leben. Also er kann von uns eigentlich nichts annehmen. Er nimmt nur dieses perfekte Opfer Jesus Christus an. Und wir sehen diese Haltung des Lammes auch vor allem im Leben von Jesus, auch im Garten Gethsemane. Ich kann euch das vorlesen. Ihr wisst, diesen Kampf, den Jesus geführt hat in Gethsemane, dass er einfach bis zum Tode betrübt worden ist, dass er einfach in dieses Leiden hineingekommen ist. Und wir sehen hier, er hatte einen anderen Willen als sein Vater, aber er hat sich trotzdem im Gehorsam dem Vater hingegeben. Er sagte hier in Matthäus 26, 39, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Also dieser Kelch der Sünde, er wusste, er musste diese Sünde in sich aufnehmen, er muss ans Kreuz gehen, er muss sich mit den Menschen identifizieren, er muss eben, der ohne Sünde war, musste diese Sünde der Menschen in sich aufnehmen. Und er hat gesagt zum Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dann nimm einen anderen Weg. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber er hat gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Also wir sehen hier, Jesus war bereit, sein Leben hinzugeben. Er war bereit, seinen Willen hinzugeben. Er war bereit, diese Natur des Lammes ist bereit, sein eigenes Leben im Gehorsam Gott, dem Vater, hinzulegen.
nicht eigene Werke darzubringen, sondern sein eigenes Leben im Gehorsam hinzulegen. Und es ist so, dass der Herr sagt zu uns auch, dass wir, also er erwartet von uns auch, dass wir uns ihm hingeben, dass wir zum Vater kommen und sagen, Herr, ich gebe dir mein Leben hin als ein Opfer. Ich gebe dir meine Vorstellungen. Oder jeder von uns hat bestimmte Vorstellungen von seinem Leben, hat bestimmte Pläne in seinem Leben und hat bestimmte Gedanken, Gefühle und so weiter. Und der Herr sagt, oder wir sollen zu Gott kommen und sagen, Herr, ich gebe dir meine Vorstellungen, ich gebe dir meine Pläne, ich gebe dir meine Gedanken, ich gebe dir meine Gefühle, ich gebe dir meine Wege und ich bin bereit, deine Gedanken in mich aufzunehmen. Ich bin bereit, deine Gefühle zu fühlen, deine Wege zu gehen, deine Vorstellungen zu leben und nicht meine. Du weißt es besser als ich. Oder wir haben vor kurzem einmal geredet auch über Josef. Er hat sein Leben, wie ist es verlaufen? Es ist abwärts gegangen, oder? Bis er im Gefängnis gelandet ist. Und er war bereit, seinem Vater zu vertrauen, auch in schwierigsten Situationen. Oder wenn wir das Leben von David anschauen, er hat eine Prophetie bekommen, du wirst der König sein in Israel. Und was hat er gehabt? Er hat jahrelang Verfolgung erlebt. Oder er musste fliehen, er hat sehr, sehr schwierige Zeiten erlebt. Aber er wusste, Gott war immer auch in diesen Zeiten mit ihm. Und er war bereit, diese Männer waren bereit, ihr Leben im Gehorsam Gott hinzugeben. Es heißt auch in der Bibelstelle in Jesaja, kann ich euch auch noch vorlesen, wenn wir von den Wegen Gottes sprechen, Jesaja 55,8, Gott sagt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Also wir müssen, wenn wir unser Leben dem Herrn hingeben, müssen wir einfach erkennen, unsere Gedanken sind oft irdische Gedanken, unsere Wege sind oft irdische Wege und der Herr hat himmlische Wege, hat himmlische Gedanken. Er sieht das Ende oder wir sehen manchmal nur den Berg, der vor uns steht und verzweifeln an diesem Berg, aber der Herr hat gute Gedanken, er hat gute Wege für uns bereitet und oft ist es so, dass eben diese Gedanken und diese Wege, ich sage jetzt mal, sich mit unseren Wegen kreuzen. Oder? Und dort denke ich mir, wenn wir uns beim Kreuz einfinden, dann findet oft eine Konfrontation statt, dass wir einfach merken, die Wege, die der Herr für unser Leben hat, sind ganz anders als das, was wir uns vorstellen oder die Gedanken, die er über uns hat, sind anders als unsere Gedanken und wir müssen dann bereit sein, einfach das vom Herrn anzunehmen und unsere eigenen Gedanken, unsere Wege hinzulegen. Also wir müssen dem Herrn vertrauen, wie ein Schaf dem Hirten vertraut. Stellt euch eine Herde Schafe vor, der Hirte geht voran und die Schafe folgen nach. Und wir sollen kein Schaf sein, das dem Hirten immer wieder sagt, was er zu tun hat, wo er uns hinführen soll, was am besten jetzt ist für uns. Aber wenn wir unser Gebetsleben anschauen, ist es doch oft so, dass wir dem Herrn eigentlich ganz klar sagen, wo wir hin möchten, was er für uns tun soll, wie er uns segnen soll und so weiter. Also wir als Schafe sagen unserem Hirten eigentlich manchmal, was er zu tun hat, aber der Herr sagt, vertrau mir einfach, ich habe bestimmte Gedanken über dich, ich habe bestimmte Wege für dich vorbereitet, sei einfach bereit, dich darauf einzulassen, vertraue mir, folge mir nach. Und was mich auch berührt, ist der Psalm 23 und David hat diesen Psalm geschrieben, ich denke mir, er hat die meisten Psalmen geschrieben, nicht als er König war, nicht als er auf dem Thron war, sondern auf dem Weg dorthin wahrscheinlich, als er schwierige Zeiten durchlebt hat. Deshalb haben wir hier einen Schatz wunderbarer Psalmen von ihm bekommen. Er hat Gott durch ihn gegeben. Und wenn wir diesen Psalm lesen, dann sehen wir am Anfang, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Also diese ersten drei Verse sind eigentlich sehr, sehr auferbauend. Oder man könnte sagen, dass derjenige, der diesen Psalm geschrieben hat, der spricht davon eigentlich, dass er mit dem Herrn
über Höhen geht, über Berge geht, dass er, ich sage jetzt mal, von einer Verheißung in die andere hineinkommt. Der Herr, er führt mich, oder der gute Hirte führt mich auf die grünen Auen, er führt mich zum frischen Wasser, er erquickt meine Seele. Also wir sehen hier eigentlich lauter Wohltaten, die der Hirte hier für sein Schaf bereitet hat, oder die Jesus für uns bereitet hat. Uns wird nichts mangeln. Wir haben alles in Fülle. Und dieses Wort, er erquickt meine Seele, heißt so viel wie, er führt uns zurück zu sich selbst. Also der Herr führt unsere Seele, die im alten Leben von Gott davongerannt ist, wieder zurück zu ihm, zu seinem Vaterherz. Und es heißt auch Wiederherstellung. Er stellt unsere Seele wieder her. Er zieht sie zu sich, er heilt unsere Seele von allen Verletzungen, die wir durchgemacht haben. Und wenn wir aber weiterlesen, dann sehen wir, dass so ein christliches Leben oder ein Leben mit Jesus nicht immer auf diesen Höhen abläuft. Also es kann durchaus sein, dass es auch schwierig wird. Es heißt weiter im Vers 4, und wenn ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Also hier ist die Rede von einem finsteren Tal, wortwörtlich heißt es übersetzt im Tal des Todesschattens. Also es gibt Zeiten, in denen wir durch ein Tal gehen müssen, in denen wir schwierige Zeiten erleben, in denen es finster ist, also wo wir Finsternis haben, wo wir das Gefühl haben, ja, was ist jetzt los? Der Herr hat uns doch auf grüne Auen geführt, er hat uns zum frischen Wasser geführt, ich hatte keinen Mangel. Und plötzlich sind wir in einer Situation von einem finsteren Tal, wo wir vielleicht nicht mehr so diese Verheißungen sehen, wo wir wirklich Gott vertrauen müssen. Und der Herr sagt hier, oder der Psalmschreiber sagt, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Er ist bei uns, wenn wir auf Höhen gehen, er ist aber auch bei uns, wenn wir in diesem Tal des Todesschattens sind. Und es heißt hier, es wird uns Trost verheißen, wenn wir Trost brauchen, wenn wir in schwierigen Situationen sind, wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann dürfen wir wissen, der Hirte hält uns an seiner Hand, er führt uns, wenn wir selbst nicht sehen können, er tröstet uns in dunkelsten Stunden, in schwierigen Situationen. Im Vers 5, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Also auch als Christen können wir Feinde haben, können wir Menschen haben, die es nicht gut meinen mit uns, können wir Gegenwind bekommen, können wir vielleicht Unverständnis haben von Menschen, Anfeindung haben. Und der Herr sagt hier, ich bereite dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Also auch hier ist er bei uns, er sättigt uns, wenn wir vielleicht von den Menschen Ablehnung bekommen. Er schenkt uns seine Annahme in dieser Situation. Das heißt, du salbst mein Haupt mit Öl, du schenkst mir voll ein. Er gibt uns überfließend. Nicht nur dann, wenn immer alles glatt läuft, immer alles läuft, so wie wir es uns vorgestellt haben, sondern auch dann, wenn vielleicht alles schief geht. Auch dann ist er bei uns. Es heißt, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Also hier auch, ich denke mir, dass David gelernt hat, dass er einfach in guten Zeiten dem Herrn vertrauen kann und in schlechten Zeiten dem Herrn vertrauen kann. Und er einfach er ist einfach ein Vorbild geworden für Hingabe, dass er bereit war, sich auf Gottes Weg mit ihm einzulassen, dass er einfach bereit war, Gott in jeder Situation zu vertrauen. Und wir müssen uns fragen, sind wir bereit, auch einfach das Kreuz, das Gott für uns verordnet hat, auf uns zu nehmen? Sind wir bereit, unserer alten Natur zu sterben? Wie reagieren wir, wenn uns Unrecht geschieht? Also Jesus wurde zu Unrecht angeklagt, er wurde zu Unrecht verurteilt, wurde zu Unrecht sinnlos ans Kreuz geschlagen. Wie hat er reagiert? Er hat sich nicht selbst gewehrt, er hat nicht geschrien, er hat sich nicht selbst verteidigt. Und das ist auch ein Bild dieser Lammesnatur, die sich nicht selbst verteidigt, sondern dem Vater Raum gibt. Sie weiß, auch wenn Unrecht passiert, auch wenn vielleicht Lügen erzählt werden, auch dann kann ich dafür vertrauen, dass Gott, der Vater, mir Recht verschafft zu seiner Zeit. Also, dass man bereit ist, nicht sich selbst zu rächen, zurückzuschlagen und so weiter. Und es ist so, dass eigentlich unser alter Mensch, oder, hängt am Kreuz mit Jesus, und oft ist es so, dass wir in manchen Situationen möchten wir diese Nägel rausziehen, wieder von diesem Kreuz runtersteigen und eigentlich wieder in unsere alte Natur leben, so leben, wie wir es von früher gewohnt sind. Auch oft passiert uns das auch. Aber
In der Bibel steht, wir sind mit Christus gekreuzigt. Also unser altes Leben hängt mit ihm am Kreuz. Unser altes Leben ist mit ihm im Tod. Und wenn wir ihm nachfolgen, denke ich mir, ist es einfach, wenn wir voller Freude sind, wenn wir, ich sage jetzt mal, in fruchtbares Land hineingehen, wenn wir Annahme erleben, wenn wir Verständnis erleben, auch von unserem Umfeld, ist es einfach. Aber wie ist es, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, wenn wir Tränen haben, wenn wir durch eine Wüste gehen, wenn wir Ablehnung von Menschen erfahren, wenn wir Unverständnis von Menschen erfahren, wie gehen wir dann damit um? Oder vertrauen wir dann immer noch dem Herrn? Folgen wir immer noch Jesus nach? Oder? Er war einer, er hat all diese Dinge erlebt und er sagt auch zu den Jüngern, dass sie Verfolgung erleben werden. Oder sind wir dann immer noch bereit, dem Herrn nachzufolgen, wenn wir Verfolgung erleben? Und also können wir auch in schwierigen Dingen, schwierigen Situationen dem Herrn vertrauen, können wir schwierige Dinge annehmen und ihm in allem vertrauen. Es heißt, in Markus 8, möchte ich euch noch was vorlesen. Markus 8, 34. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden oder wird es erhalten. Denn was hilft es dem Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Also ist auch eine Bibelstelle einfach über Nachfolge, wo der Herr sagt, wenn mir jemand nachfolgen will, dann muss er sich selbst verleugnen. Und dieses Wort, das hier steht, ist ein Wort für die Seele. Also wir müssen unsere Psyche, unsere Seele, das, was uns wohltut, unsere Bedürfnisse, in irgendeiner Form bereit sein, aufzugeben. Bereit sein, dem Herrn zu vertrauen und einfach nicht versuchen, unser Leben selbst zu erhalten, sondern dass wir dem Herrn vertrauen, dass er unser Leben erhält. Also wir müssen bereit sein, unser Leben zu verlieren. Das ist diese Lammesnatur, die bereit ist, ihr Leben, das Leben als Opfer im Gehorsam dem Herrn hinzugeben. Und bereit sein, die eigenen Vorstellungen, die eigenen Pläne, die eigenen Gedanken dem Herrn hinzulegen und ihm zu vertrauen, dass er weiß, wo er uns hinführt. Und ich denke mir, wenn wir unser eigenes Leben zu erhalten versuchen, dann handeln wir entsprechend unserer alten menschlichen Natur. Also unsere alte menschliche Natur will immer das eigene Leben erhalten, will immer, dass es uns gut geht, vermeidet jeden Schmerz, vermeidet jede Schwierigkeit, vermeidet jedes Leiden. Und wenn wir bereit sind, unser Leben zu verlieren, dann entspricht das eben dieser Natur des Lammes, dass wir bereit sind, unser Leben einfach hinzugeben, ohne dem Herrn auch wenn unsere Vorstellungen so nicht erfüllt werden, wie wir möchten. Also ich denke mir, wenn du jetzt in einer Gemeinde bist, wenn du Pastor in einer Gemeinde bist, du erwartest dir ja eine super große Gemeinde, oder? Und es kann sein, dass der Herr aber für dich eine kleine Gruppe bereitet hat und bist du dann bitter gegenüber dem Herrn? Oder kannst du das einfach vom Herrn annehmen? Das heißt auch nicht, dass eine Gemeinde mit 500 Leuten erfolgreicher ist als eine Gemeinde mit 50 Leuten. Das heißt es nicht. Wir müssen auch, denke ich mir, einfach Gottes Maßstäbe annehmen bei der Beurteilung von Dingen und nicht menschliche Maßstäbe. Ich denke mir, manche machen vielleicht auch den Fehler, dass sie versuchen, Gemeinde zu bauen, auch mit menschlichen Formen, mit Dingen, dass man Menschen anziehen kann. Das kann eine sehr gute Musik sein oder das kann immer eine angepasste Botschaft sein, die möglichst viele Leute anzieht. Das kann auch vom Herrn sein. Aber ich denke mir, man muss auch im Bereich Dienst, Gemeindebau wirklich darauf achten, was möchte der Herr, was möchte er zur richtigen Zeit. Ob es dann den Menschen gefällt oder nicht, ist sekundär. Wichtig ist, dass man das tut, was der Herr möchte. Oder? Und ich denke mir, er beurteilt uns anders, als die Welt uns beurteilt. Also wenn wir das Kreuz auf uns nehmen, denke ich mir, kommen wir oft an diesen Punkt, wo unsere Wege sich mit den Wegen Gottes kreuzen und wo wir entscheiden müssen, gehen wir jetzt unseren Weg oder gehen wir den Weg des Herrn? Oder denken wir jetzt unsere Gedanken oder sind wir bereit, Gottes Gedanken für uns anzunehmen? Es heißt hier,
Was irgendwie paradox ist, wenn wir bereit sind, unser Leben zu verlieren, wenn wir bereit sind, unser Leben für Gott hinzulegen, dann werden wir unser Leben gewinnen. Also ist irgendwie eigentlich eigenartig, oder? Wenn wir als Menschen in unserer menschlichen Natur versuchen, wir unser Leben zu bewahren, zu beschützen, zu erhalten, nichts zu verlieren, und dann sagt aber der Herr, wenn du das machst, wirst du es verlieren. Dann wirst du nicht dorthin kommen, wo ich eigentlich dich haben möchte. Du wirst einen Platz im Himmel haben, du bist errettet, du bist mein Kind, aber du wirst nicht in diese Fülle eintreten, die ich eigentlich für dich bereitet habe. Wenn du aber bereit bist, dein Leben aufzugeben, hinzugeben, deine Vorstellungen, deine Pläne abzulegen, mir ganz zu vertrauen, dann habe ich einfach ein Leben für dich bereitet, das deine Vorstellungen übersteigt. Oder dann wirst du dieses Leben gewinnen, dann wirst du auch deine Seele auf noch eine tiefere Art und Weise retten können. Oder dann wirst du mir noch auf eine tiefere Art und Weise begegnen. Und ja, was möchte ich euch noch sagen? Also ein Beispiel ist auch Maria und Martha. Also wir kennen diese zwei Schwestern. Ich kann euch kurz hier eine interessante Stelle vorlesen von den beiden. Und wenn wir uns fragen, welcher Schwester sind wir ähnlicher, ist die Frage, ich denke mir, wir sind sehr oft Martha, nicht immer Maria. Lukas 10, 38. Als sie aber weiterzogen, also es geht hier um Jesus und die Jünger, kam er in ein Dorf, da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Also die Martha war diejenige, die das Haus für Jesus geöffnet hat. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen, und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Also hier, die Martha ist relativ selbstbewusst, sage ich mal, sie lädt Jesus Christus ein zu sich nach Hause. Und sie ist sehr geschäftig, oder? Also wir kennen das vielleicht von uns zu Hause, wenn ein Gast kommt, oder? Versuchen wir es ihm so angenehm wie möglich zu machen. Und sie hat vielleicht angefangen, einen Kuchen zu backen oder sonst irgendeine gute Speise zu machen und so weiter. Also ihr war das Wohl dieser Gäste sehr, sehr wichtig. Und Maria ist einfach zu den Füßen von Jesus, hat sich einfach bei den Füßen von Jesus wohlgefühlt und hat ihm zugehört. Und die Martha hat dann zu Jesus gesagt, ja, Jesus, bitte, sag meiner Schwester mal, dass sie aufstehen soll, dass sie sich bewegen soll, dass sie nicht so faul sein soll und sie soll mir ruhig helfen, um euch zu dienen. Und interessant ist dann die Antwort von Jesus. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist wichtig, Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Also wir sehen hier auch dieses Bild, Martha ist eine Christin, sage ich mal, sie hat an Jesus geglaubt, aber sie war sehr damit beschäftigt, was sie jetzt für ihren Herrn tun kann. Sie hat ihm ein Opfer dargebracht ihrer eigenen Werke oder ihrer eigenen Kraft, ihrer eigenen Fähigkeiten. Und hat das auch von ihrer Schwester erwartet. Und Maria hat erkannt, jetzt ist eine Zeit da, wo der Messias kommt. Jetzt ist es wichtig, einfach auf ihn zu hören, ihm zu vertrauen, zu hören, was er möchte. Oder jetzt ist es wichtig, ruhig zu sein vor ihm und von ihm zu empfangen. Und das ist die andere Natur. Die Natur des Lammes, die bereit ist, ihr Leben loszulassen, ihre Vorstellung loszulassen und einfach vom Herrn zu empfangen. Und ich denke mir, wenn wir so wie Maria handeln, dann kommen wir auch mehr in diese Lammesnatur hinein, dass wir einfach bereit sind, zu Jesu Füßen zu sein und von ihm anzunehmen, oder? Und ruhig zu sein. Es ist oft viel, viel schwieriger, ruhig zu sein, als zu arbeiten, zu machen, zu tun in unseren eigenen Vorstellungen. Es ist oft viel schwerer, wenn wir ruhig sein müssen und auf den Herrn warten und darauf achten, was er möchte. Und das ist eigentlich diese erste Stelle gewesen, wo es darum geht, eben die menschliche Natur versucht oder bringt dem Herrn ein Opfer der eigenen Werke, der eigenen Kraft, und die göttliche Natur oder die Natur des Lammes ist bereit, ihr eigenes Leben hinzulegen, einfach als eine Gabe, als ein Opfer. Und ich möchte noch kurz auf die zweite Stelle eingehen, die auch von einem Lamm handelt in der Bibel.
Wir bleiben im ersten, also in Genesis, 1. Mose, Kapitel 22. Es geht hier um Abraham. Da glaube ich, wir kennen alle die Stelle. Und wir wissen, Abraham ist der Vater des Glaubens, also er war ein Glaubensheld und er hat von Gott die Verheißung bekommen, dass er ein Vater vieler Völker sein würde. Und er hat von Gott die Verheißung bekommen, dass er einen Sohn haben wird. Und er musste jahrelang, jahrzehntelang auf diesen Sohn warten. Und wir wissen, es ist ihm zu lange gegangen oder seiner Frau ist es zu lange gegangen und er versuchte dann eine Abkürzung, er versuchte dann mit seiner Magd einen Sohn zu zeugen, hat er auch gemacht, aber es war nicht dieser verheißene Sohn, den Gott für ihn bereitet hat. Und wir wissen, dass Abraham hat Gott vertraut. Also er hat diesen Glauben gehabt, dass Gott diesen Sohn geben wird, dass er seine Verheißung erfüllen wird. Und als er 100 Jahre alt war, ist es passiert, oder? Sarah war bereits unfruchtbar, er war bereits unfruchtbar, Gott hat ein kreatives Wunder gemacht, sie haben diesen Sohn bekommen und ich denke mir, Abraham war ein sehr reicher Mann, ein sehr mächtiger Mann, aber dieser Isaac war für ihn das Wertvollste, das er hatte. Also es war für ihn sein Ein und Alles, denke ich mir, oder? Das war der Sohn der Verheißung, er wusste, über ihn wird Segen kommen, nicht nur für meine Familie, sondern für die ganze Welt. Er wusste, er wird einfach ein Segen sein. Und jetzt hat Gott von ihm eine unerhörte Forderung an ihn gestellt. Ich kann es euch vorlesen, 1. Mose 22, 1. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham, er prüfte ihn und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaac, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Also stellt euch vor, was Gott hat die Stimme, oder Abraham hat die Stimme Gottes gehört, er hat gewusst, Gott hat zu ihm gesprochen und Gott hat von ihm diesen Sohn der Verheißung, auf den er jahrzehntelang gewartet hat, gefordert. Und wie hätten wir reagiert in so einer Situation? Also ich denke mir, wir hätten alle möglichen Ausreden gesucht. Wir hätten wahrscheinlich gedacht, das kann nicht die Stimme Gottes sein, weil das ist ja der Sohn der Verheißung. Auf den haben wir so lange gewartet. Den hat Gott uns gegeben. Gott hat sicher nicht gesagt, dass er diesen Sohn jetzt wieder haben möchte. Und er hat sich auch nicht mit seiner Frau unterhalten, mit ihr diskutiert, wie auch immer. Wir lesen, wie Abraham reagiert hat. Es heißt im Vers 3, da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaac und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Also Abraham hat nicht lange Zeit verstreichen lassen, sondern er war gehorsam, sofort gehorsam. Früh am Morgen ist er aufgestanden und war bereit, einfach Gottes Stimme zu gehorchen und ihm zu vertrauen. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne und sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Also sie waren 3 Tage lang unterwegs. Er hätte 3 Tage, ich weiß nicht, stellt euch vor, was ist Abraham durch den Kopf gegangen, 3 Tage lang. Oder er hätte immer wieder umdrehen können, hätte immer wieder Gottes Stimme anzweifeln können, hätte immer wieder ungehorsam sein können, aber war bereit zu gehen und ich sage jetzt mal den ganzen Weg mit Gott zu gehen. Und schlussendlich hat er dann zu seinen Knechten gesagt, wartet ihr hier mit dem Esel und auch wieder prophetisch, wir werden ein Opfer darbringen und wir werden zurückkommen. Also er hat nicht gesagt, ich komme zurück, gesagt prophetisch, wir werden wieder zu euch zurückkommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaac. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und die beiden gingen miteinander. Also hier auch wieder ein Bild für Jesus, oder? Isaac hat das Holz auf seinem Rücken getragen, oder? Und dieser Berg Moria, wo sie waren, wird auch oft gesagt, das ist eigentlich Golgatha, der Ort, wo später dann auch Golgatha war. Und da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham, mein Vater, Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Stellt euch vor diese Frage. Also, der Sohn der Verheißung, auf den er Jahrzehnte gewartet hat, fragt seinen Vater, wir haben alles, was wir fürs Opfer braucht. Wir haben Holz, wir haben Feuer, wir haben ein Messer, aber wo ist das Schaf? Oder? Und Abraham konnte ihm nicht sagen, du bist das Schaf. Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Also wieder prophetisch, Gott wird
sich ein Schaf ersehen, er wird für ein Schaf sorgen, prophetisch für Jesus, er wird ein Schaf bereitstellen, das Lamm Gottes, das für uns dann am Kreuz von Golgatha sterben wird. Und die beiden gingen miteinander, und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Also wir sehen hier, Abraham war bereit, bis ans Ende zu gehen. Er wäre bereit gewesen, seinen Sohn als Opfer darzubringen. Und es heißt im Neuen Testament, er hat Gott geglaubt, weil er wusste, er kann ihn wieder von den Toten auferwecken. Also er wäre bereit gewesen, ihn wirklich in den Tod zu geben. Und ihn quasi einfach hat darauf vertraut, dass diese Auferstehung einfach seinen Sohn erreichen würde. Und wir sehen hier auch wieder, die menschliche Natur ist so, dass sie all das, was sie hat, beschützt, bewahrt oder festhält. Und die göttliche Natur ist bereit, oder die Natur des Lammes ist bereit zu geben, ist bereit loszulassen, das zu geben, was ihrem kostbarsten ist. Oder Abraham war bereit, das zu geben, was ihm am kostbarsten ist. Und wir lesen vom Vater im Himmel: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Also er war bereit, aus Liebe zu den Menschen, aus Liebe zur Welt, seinen eingeborenen Sohn zu geben. Also das Kostbarste. Gott hat nicht einen Engel gesandt, er hat nicht sonst jemand gesandt, sondern er hat das Kostbarste, was er hatte, seinen Sohn, seinen eingeborenen Sohn, hat er gegeben, hat er ans Kreuz gegeben. Und Jesus war bereit, das Kostbarste zu geben. Er war bereit, sein Leben in den Tod zu legen. Und zum Schluss möchte ich euch noch einfach eine Bibelstelle vorlesen, die das Ganze im Neuen Testament zusammenfasst, was Jesus getan hat für uns. Also im Kolosserbrief, schauen, wo ich es habe. Oder Philipperbrief, Entschuldigung. Philipper 2, Vers 5. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Also wir sehen hier auch die Natur des Lammes. Sie hat nicht die göttliche Natur festgehalten. Sie hat nicht, Jesus hat nicht seine Herrlichkeit festgehalten, die er im Himmel gehabt hat. Oder diese unbegrenzte Macht oder einfach diese Fülle, die Gott im Himmel hat, die für uns völlig unvorstellbar ist. Er hat das nicht festgehalten, sondern er war bereit, das loszulassen. Er entäußerte sich selbst, er nahm die Gestalt eines Knechts an, er wurde den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Also Jesus war bereit, die Herrlichkeit im Himmel zu verlassen, er war bereit, auf die Erde zu kommen, er war bereit, die Begrenzung als Mensch anzunehmen, er war bereit, ein Knecht zu werden, gehorsam zu werden und noch weiter zu gehen, noch tiefer zu gehen. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Also Jesus, der ist ja jetzt mal Schöpfer des Universums, der Herr der Herren, der König der Könige, war bereit, auf all das zu verzichten, war bereit, Mensch zu werden, war bereit, Knecht zu werden, war bereit, den Tod eines Verbrechers am Kreuz zu sterben. Oder war bereit, so tief zu gehen. Und dann heißt es: Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also weil Jesus bereit war, sein Leben loszulassen, sein Leben hinzugeben, das Kostbarste, was er hatte, aufzugeben, sein Blut für uns zu vergießen, hat der Vater im Himmel ihn erhöht, hat ihm den Namen über alle Namen gegeben. Und er hat die Schuld bezahlt, die er nicht hatte. Jesus hatte keine Schuld, aber er hat
für deine Schuld bezahlt, er hat für meine Schuld bezahlt, er hat für die Sünden gebüßt, die er nicht gemacht hat, oder hat deine Sünden, meine Sünden auf sich genommen und ist dafür gestorben. Und wir sehen dann in der Offenbarung, also die Bibelstelle, die wir am Anfang kurz gelesen haben, in Offenbarung 5, wo dieses Lamm Gottes dieses Buch öffnet. Mir gefällt diese Bibelstelle hier, dass der ganze Himmel singt im Vers 9. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Also Jesus Christus hat sein Blut vergossen und er hat Menschen erkauft vom Sklavenmarkt dieser Welt, vom Sklavenmarkt des Feindes, Menschen, die verkauft waren unter die Sünde. Und wir sehen hier aus allen Sprachen, aus allen Stämmen, aus allen Völkern, aus allen Nationen. Also der Herr hat uns Brüder und Schwestern bereitet, aus allen Kulturen, aus allen Bereichen, ich sage jetzt mal auch aus allen Schichten der Gesellschaft, die Niedrigsten, die Höchsten. Er hat überall Menschen bereitet, die sich von ihm erkaufen lassen, einfach durch sein Blut. Und es heißt im Vers 10, und du hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Also der Herr begnügt sich nicht damit, dass er uns erlöst hat, sondern er möchte uns zu Königen machen, er möchte uns zu Priestern machen. Und dann im Vers 12, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Also wenn wir uns Jesus vorstellen, wenn wir ihn im Himmel sehen, ich weiß nicht, sehen wir ihn als den Gekreuzigten, sehen wir ihn mit diesen Wundmalen, sind die noch sichtbar bei ihm? Wahrscheinlich schon. Und ich denke, wir werden ihn auch als Lamm sehen. Wir werden dieses Lamm, das geschlachtet ist, ist einfach eine Eigenschaft von Jesus. Und er ist der Löwe und das Lamm zugleich. Oder wir können das mit unserem Verstand nicht begreifen. Aber der Herr sagt, er möchte in uns diese Lammesnatur hineinlegen. Er möchte uns freimachen von dieser menschlichen Natur, die eigenes Opfer bringen will. Und er möchte uns zu einer Natur geben, die bereit ist, sein Leben zu geben als Opfer für den Herrn. Und er möchte uns freimachen davon, dass wir die Dinge festhalten oder die uns sehr kostbar sind, so wie es die menschliche Natur macht. Und er möchte, dass wir bereit werden, diese Dinge loszulassen. Das Kostbarste loszulassen, was er uns gegeben hat. Oder einfach, indem wir ihm vertrauen, indem wir einfach sagen, Herr, du weißt, was gut ist für mich. Und das waren jetzt einfach diese ersten beiden Punkte. Es gibt noch 5 andere, aber ich muss sie zuerst selbst anhören. Und vielleicht kann ich bei anderer Gelegenheit einmal weitergehen. Aber ich denke, es ist ein spannendes Thema mit dieser Natur des Lammes. Also der Herr möchte in uns diese Lammesnatur aufrichten. Er möchte uns zu Überwindern machen. Und dann wäre ich fertig. Vielleicht können wir noch ein bisschen was ergänzen oder noch beten am Schluss. Ich weiß nicht genau, was der Herr noch vorhat. Danke.